Kim Kardashians Hammerbody kommt nicht von ungefähr. So krass ist ihre Workout-Routine. Die Reality-TV-Bekanntheit ist bekannt für ihre Kurven und ihre ikonische Sanduhrfigur. Dafür verfolgt sie allerdings einen eisernen Trainingsplan, der die Muskeln formen soll. Ihr Personal Coach Melissa Alcantara verrät nun, was Kim für ihren Body alles tut. An manchen Tagen heben wir wirklich schwer und machen weniger Wiederholungen. An anderen Tagen machen wir moderates Heben und etwas mehr Wiederholungen, um die Dinge im ästhetischen Bereich zu halten. Dabei betont sie, Kim ist super stark. Bis zu 45 Kilo kann sie heben. Und das nicht nur hin und wieder. Die Unternehmerin trainiert mindestens 5-mal die Woche. Dafür steht sie zwischen 4 und 6 Uhr morgens auf, um ins Gym zu gehen. Gerade in den letzten Wochen zieht Kim noch einmal richtig durch. Denn sie bringt ihre erste eigene Badebekleidungslinie auf den Markt. Dabei nimmt sie keine Rücksicht auf Verluste, wie ihre Trainerin berichtet. Jeden Tag kommt sie rein und sagt, oh mein Gott, ich habe so Muskelkater. Ich sage dann, lass uns den nächsten Muskel trainieren. Neben dem Gewichtheben rundet Kim ihr Workout meistens noch mit Cardio ab, wie etwa auf dem Laufband. Die Ex von Kanye West ist jedoch nicht das einzige Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans, das viel Wert auf einen geformten Körper legt. Auch ihre Schwester Khloe flasht ihre Fans regelmäßig mit ihren Muskeln. Nach der Trennung von ihrem Ex Tristan Thompson haut sie richtig rein und pumpt, was das Zeug hält. Ihre Fortschritte zeigt sie dabei im Netz, wie auf diesem Vorher-Nachher-Post. Ungefähr 3 Monate liegen zwischen diesen beiden Bildern. Los geht's, formen wir meinen Rücken und meine Arme. Kylie Jenner ist nach der Geburt ihres 2. Kindes ebenfalls heilfroh, wieder ins Gym zu können. Nur wenige Wochen nachdem ihr Sohn zur Welt kommt, ist die Beauty wieder voll im Fitnessfieber. Mit ihren Followern teilt sie kleine Einblicke in ihre Session und zeigt sich top motiviert auf dem Laufband. Pilates direkt nach dem Cardio-Training, ich bekomme wieder etwas Kraft und es fühlt sich so gut an. Mit dieser Motivation ist Kylie sicherlich bald wieder voll in ihrer alten Fitnessroutine. Für die Fans der Keeping Up with the Kardashian Stars hat Kims Trainerin noch einen Tipp parat. Man kann alle möglichen Ausreden erfinden wie, oh, du bist zu müde, oh, du könntest einfach etwas bestellen. Nichts davon wird dich glücklich machen, nichts fühlt sich besser an, als etwas für sich selbst zu tun, eine Mahlzeit zu kochen und ins Fitnessstudio zu gehen. Die Workout-Routine von Kim zeigt also, hinter den Traumkörpern von ihr und ihren Schwestern steckt ein hartes Programm. Aber mit der richtigen Disziplin lassen sich viele Ziele erreichen.